Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Long Journey Home. Eine neue Folge. Wir sind auf der Suche nach Mineralien. Die werde ich mir jetzt hier von dem Planeten holen. Und damit wir weiter springen können, dann machen wir uns echt auf den Weg, dass wir nach Hause kommen. So, Gravitation ist hoch. Na gut, wir fliegen einmal durch. Jetzt hier volle Möhre durchzuboosten, bringt auch nichts. Metall brauchen wir auch. Auch erstmal nicht. Die Anziehung ist echt ordentlich. Und anhalten. Alles klar. Alles klar. Das war easy. So. Auf Gasriesen soll ich nicht landen. Wurde mir gesagt. So, jetzt ist die Frage, wir haben jetzt im Moment keinen... Wir haben keinen Platz mehr. Außer wir hauen den Treibstoff hier ins Fahrzeug. Warte mal, was haben wir denn? Richtig kaputt. Was habe ich gemacht? Richtig kaputt sind wir auch nicht. Einmal könnte ich ihn reparieren, dann hätte ich eventuell diesen Platz frei. Und springen können wir auch noch einmal. Da würde ich sagen... Ich muss irgendwie hier Platz kriegen. Dann würde ich mir lieber nochmal Antrieb holen. Oder ich fülle den Treibstoff ein. Kann ich denn, das werde ich jetzt mal gucken, ob ich in nächster Zeit verkaufen kann. Ob es in der Nähe einen... Ob es in der Nähe eine Weltraumstation gibt oder sowas, in der ich handeln kann. Nee. Wir könnten nochmal hier Materialien holen. Oder ich fülle jetzt auf und hole einfach nochmal auf dem anderen Planeten hier Materialien. Dann springen wir direkt zweimal. So oder so zweimal springen. Hier gibt es nichts. Da gibt es nichts. Ja, das Beste ist wirklich hier nochmal zu holen, auf dem anderen Planeten. Dann fülle ich jetzt hier erstmal, das ist halt blöd. Wir können es halt nicht wirklich verkaufen. Und dann, ja, ich fülle den Tank auf. Ist überhaupt, ja. Ja, alles klar. Wenn ich jetzt ganz runter gehe und das alles verbrauche... Eisen ist 2. Ist die Anzahl, Moment, gewöhnlich. Gewöhnlich ist alles nur gewöhnlich, ne? Jetzt habe ich meinen Lander frei. Hier werde ich eventuell auch noch was rauskriegen, aber ich würde dann den Planeten rechts unterhalb nehmen. Da dürft ihr auch noch in der Hoffnung, dass da auch noch Material gibt. Sonst könnte ich hier auch noch mal bohren. Wäre schon irgendwie cool, wenn wir noch für 2 Sprünge Material hätten. Ich drehe mich schon mal um. So, das müsste reichen.
Hohes Risiko der Gravitation hoch. Und hier gibt es auch ein Metall. Okay, dann hat die Planetenfarbe nichts mit den Materialien zu tun. Das ist natürlich shitty. Woran erkenne ich denn dann, wenn ich in so einem so ein Ding... Ich springe jetzt weiter. Ich kann ja zweimal springen. Woran kann ich denn sonst erkennen in einem System, wo ich das entsprechende Material kriege, frage ich mich gerade. Okay, wir können nur hier oder hier. Hier will man noch Mineralien. Wir haben jetzt noch zwei Sprünge. Ein Sprung und zwei. Hier kriegen wir kein Material, also kriegen wir nur hier Material. Das heißt, wir müssen hier das Mineral holen. Also springen wir hier hin. Gelber Zwerg ist, glaube ich, nicht ganz so gefährlich, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Oh, sind Dornen gewachsen am Dran. Wie? Ach, dann ist der Zweig nicht verdorrt in Form von kaputt gegangen, sondern so wie die Jahreszeiten sind. Ach, der zeigt mir an, welche Jahreszeit ist, gell? Ah ja, habe ich gelesen. Kann ich mich erinnern. Da kommen echt zahlreiche Hinweise von euch in den Kommentaren, da bin ich auch sehr dankbar für. Manche haben Unverständnis, wenn ich irgendwas nicht verstehe. Die kennen mich halt nicht. Die meisten von euch kennen mich ja mittlerweile. Zu schnell. Ich bin viel zu langsam. So. Die haben da wirklich hilfreiche Tipps geschrieben. Ich versuche das auch alles irgendwie umzusetzen. Das Landen ist leichter, meine ich. Oder habe ich einfach mehr Glück? Die könnten auch noch Sprit holen. Allerdings könnte ich das auch durch den Handel auffüllen. Das wäre wahrscheinlich besser. In der Hoffnung, dass ich handeln kann. Gravitation ist gering. Wir boosten mal ein bisschen gegen, um ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen. Oh, das war zu viel. Boah, ist das hell. Wenn jetzt eine oder andere von euch auf dem iPad schaut oder auf dem sonstigen Tablet, wenn die Frau Freunde nebendran noch pennt. Schatz, mach's Licht aus. Ist im Wasser drin? Bald so aus, ne? Ja. Okay, ich muss aber noch ein bisschen nach links. Ja, ist ja gut. Bin ich da? Kann ich bitte? Jetzt. Da unten ist doch eine Schicht, also lohnt es sich doch noch zu bohren, oder nicht? Also zumindest einen würde ich gerne noch haben. Okay, ich übertreib's nicht. Treibstoffahndung. Okay. Ach, die Musik ist sehr schön. Sehr schön. Sehr beruhigend. So, dann, wir können ja noch einmal springen. Das werden wir jetzt auch tun. Stimmt, der Zweig hat angezeigt, ja. So, dann würde ich sagen, hier können wir nicht springen, ne? Das langt nicht. Ne, dann gehen wir hier hin. Hier gibt es nur Metalle. Ja gut, dann müssen wir jetzt den Sprit verwenden, um das aufzutanken. Ich hoffe, das langt mit den Materialien. Ansonsten müssen wir einmal kurz die Sonne kuscheln. Oder was immer das ist, ne? So. Schade. Oh. Ist ja richtig was wert. Okay, komm, dann springen wir direkt weiter. Oh, ich war schon außerhalb. Okay, eine Raumstation und ein Sprungtor. Ja, ist ja die Chance ja groß. Wobei jetzt gegen Geld den Tank aufzufüllen ist natürlich fast schon übertrieben. Gut,
das ist ja perfekt. Treiben direkt auf die... Gibt's das? Jetzt. Ja, wir haben keinen Sprit und so weiter. Ich habe mir noch freundlich darauf hingewiesen, dass wir das auch an der Sonne auftanken könnten, oder was überhaupt eine Sonne ist. Die Astronomen unter euch werden jetzt sagen, nein, Elias, das ist ein blassblauer grüner Riese und der ist ja ganz anders. Oder so, nee. So. Ah, ich befürchte... Jetzt aber nicht hier die Bauplan-Jungs. Oh. Oh. Vielleicht kann ich, wenn ich angekommen bin, kann ich noch reparieren lassen. Ihr seid aber auch nicht nach den Wurzeltypen aus. Oh nein, Schande. Das ist, glaube ich, diese Rasse, diese Roboter. Ach, ich hab's doch geahnt. Ich hab's geahnt. Hallo! Ich zeige euch mal Gluckt. Das kann ich nicht auf die Karte. Wo gebe ich den Gluckt ab? Habe ich da was verpasst? Hab ich ihn zu weit vom Schlüsselstein? Ah, gut. Okay, pass auf. Services. Okay. Das stand doch bestimmt noch in der Übersicht. Gluckt hat das Schiff verlassen. Wie jetzt? Warum? Weil er hier hin wollte? Jetzt haben wir als Mission die Notfallbetankung. Das ist eine Mission? Oder gilt das oben als Hinweis? Okay, wir probieren das aus. Wir müssen sowieso auf die andere Seite. Machen wir hier so ein gelber Riese-Flyby. Und das langt. Nee, es langt natürlich nicht. Okay, wir fliegen noch einmal rum. Sehr gut. Na, das ist auch wirklich leichter geworden. Die Leute verbrennen nicht sofort. Finde ich gut. So, wir werden jetzt ein bisschen Sprit sparen und da hinten hintreiben. Was erzähle ich schon in der Zeit? Über dieses Spiel vielleicht. Oder beziehungsweise die Steam-Bewertung, da hat der Andreas. Andreas heißt er doch. Klar, ja, ich glaube ja. Hat er letztens drüber gesprochen in seinem Livestream. Der Entwickler streamt übrigens jetzt auch selber. Eine ziemlich coole. Achso, wir sind in der Station. Hat eine ziemlich Kulisse mit so einem Monitor, wo er seine Webcam eingebaut hat und so weiter. Das finde ich ganz cool. Dann hat er drüber gesprochen über die Steam-Bewertung, dass ja negativen Bewertungen, die durch den Start vom Spiel halt zustande gekommen sind, kriegt man einfach nicht mehr weg. Tor verschlossen. Ja, ich will ja auch. Ruft jetzt erstmal. Dornen, da sind die ziemlich pissig, ne? Das ist natürlich jetzt richtig doof. Weil somit ist im Zweifelsfall auch der Sprung relativ. 25 stand da, okay. Hi. Händler.
17 für ein. Hä? Wieso ein? Achso, ich habe. Wir machen zwei. Pass auf. Wir machen zwei. Und der will mir 17, das heißt 34, dann will ich mindestens 40. 45, 57. 34. Okay, 37. Alles klar, wir kommen, wir machen den Deal. Wir handeln. So. Was haben wir denn noch? Schibrit. Nee, wir können mal Eisen. Willst du den Sprit haben? Nee, du kriegst von mir mein Kupfer. Drei Stück für 89. 27 nur. 37. Okay. Was haben wir denn noch? Eisen. Unserem Schiff geht's eigentlich gut. Willst du den Helium haben? Beides eigentlich gleich gut. Gibst du 10. Ich will 20. Okay, der hat, glaube ich, keinen Bock mehr, ne? Gut, pass auf. Ich will das Tor nutzen. Ja, gebe ich dir. Da müssen wir auch handeln können, oder? Falschen. Ich gebe dir 2 Helium, du lässt mich durch das Tor. So. Jetzt hoffen wir mal, dass wir die Mission mit dem Pollen sammeln weiterführen können, auch im nächsten System. Knospen, okay. Hier gibt es nur Gase. Damit können wir aber auffüllen. Das heißt, wir boosten mal hier runter. Dann springen wir auch direkt weiter. Ach, Shirt. Ich hätte ja noch, ja. Ich hätte mal gucken können, was sie noch zum Handeln gehabt hätten. Gucken wir erstmal hier, ob wir hier Gase kriegen. Ja, und ist auch harmlos. Das ist gut. Durchschnittlich. Ich dachte harmlos. Und jetzt war wahrscheinlich die Mission mal harmlos. Ich weiß auch nicht immer, ich warte immer so ein bisschen, bis ich so der Qualm aufgebaut habe, bis ich ihn absauge. Ob das notwendig ist, würde ich mal gerne wissen. Wenn das Ding aus dem Planeten rausqualmt, dann müsste da eigentlich auch ja viel mehr vorhanden sein als das bisschen. Na super. Ding. Ja, sag mal, 2 Stück, ist ja lächerlich. Da brauche ich ja nicht landen hier. Dafür schon zweimal der Arsch verbrutzelt. Okay, komm. Das zerstört mir eher die Karre, als dass ich hier noch weiter Stuff kriege.
mir auch auffällt, ich habe ganz komische Farben gewählt. Oh, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter. So, jetzt. Mein Raumschiff ist so rötlich-braun. Ist die Farben gar nicht ausgewählt beim Start. Ich war so geschockt von den... Von dem Tod der Crew. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder und werden dann mal hier durch den Monoceros, durch das Monoceros Gebiet hier fliegen. Ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Was ist denn hier eigentlich? Auffüllen, Reparaturen, Schiffswerft. Wo ist denn hier eine Schiffswerft? Auf Planet vielleicht? Dann werden wir auf jeden Fall hierhin fliegen. Das machen wir. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.